So, und derart ausgerüstet können wir jetzt wohl unbeschwert die Burg da oben erforschen. Also jetzt mit neuem Fleisch und mehr Heiltränken. Solange da nicht wieder 4, 5 Ork-Krieger auf uns warten, wie im Tempel, ist alles gut. Wow. Okay, wir können die Burg von hier schon sehen. Die scheint wirklich wesentlich höher zu sein als die andere Ruine. Na, wie kommen wir da genau hoch? Also wir sind ja schon mal den Weg da lang gegangen. Hier vorne ist der Schatten, der uns wahrscheinlich gleich wieder warnen wird, dass es da ins Orkgebiet geht. Und dann gab es eine Anhöhe, genau die hier. War das die oder eine weiter? Die auch relativ hoch führte. Hey du, wer? Na, wenn ich. Warum nicht? Du Schatten, Mann, die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Dankeschön, auch wenn du uns schon mal gewarnt hattest. Also genau, es ging nicht hier hoch, sondern da vorne. Oder wir könnten auch links an der Wand lang kraxeln, aber wenn wir die Wahl haben zwischen schwere Kletterei und einer leicht ansteigenden Erhebung, dann nehmen wir doch mal die. So, und da oben ist auch schon ein Weg, der abgezäunt ist. Das sieht gut aus. Mal gucken, was uns da erwartet. In der anderen Ruine waren ja noch ein paar Snapper. Das war ja nicht wirklich schwierig. Aber hier sind wir ja im Ork-Gebiet, wie man da unten sehen kann. Zwei Orks. Das probieren wir doch mal. Wir hatten ja schon mal versucht, einen von den beiden wegzulocken. Oh, das sind drei. Na gut, was soll's. Genau, du komm hier alleine her. Deine Freunde können weiter irgendwo anders hinstarren. Ah, der kam gar nicht zum Zug. Gut. Aber das sind schon die richtigen Krieger. Also wenn die einmal auf dem falschen Fuß erwischen, ist man ganz schnell kaputt. Oh, da sind ja noch mehr. Dann war das eben richtige Glückstreffer. So, du auch noch. Aber bei den anderen beiden werden wir wohl keinen einzelnen rauslocken können. Die stehen ein bisschen zu dicht beieinander. Das wäre auffällig. Außer die sind total betrunken. Aber das wollen wir den Orks mal nicht unterstellen. Die sehen ja recht diszipliniert aus, wie sie da Wache schieben. So. Also lassen wir die beiden da erstmal stehen und gucken uns die Burg an. So, hoffentlich geht es jetzt hier gleich rum. Sonst müssen wir schauen, wie wir zu dem Weg da oben kommen. Ja, doch, da geht es schon mal lang. Was haben wir hier? Oh, da ist irgend so ein. Ach, das ist so ein größeres Viech. Die haben wir schon mal erlegt, aber da muss man vorsichtig sein. Die können ganz gut zuhauen, wenn sie dann mal dazu kommen, zuzuhauen. Genau. Geh weg von deinem Kumpel. Schön weit weg. Und dann versuchen wir die schön schnell zu erledigen. Also, wie immer eigentlich. Ja, der erste Treffer war ein sehr guter, aber. Ah, doch. Weil wenn man bei denen keinen Glückstreffer landet, dann halten die schon recht viel aus und bekommen fast gar keinen Schaden anscheinend. So, und jetzt du. Ah, genau das meine ich. Ah, da wieder einer. Schön, die beiden hätten wir auch. Oh, was ist das da für eine Brücke? Ist das sowas wie ein Hintereingang? Ist das da ein Turm im Wasser? Da gucken wir noch mal kurz hin, ob da noch irgendwas zu holen ist. Wenn wir da dann ohne Probleme runterkommen. Sieht ein bisschen schräg. Ah! Das war knapp. Ein wenig zu knapp. Ja, scheint echt mal ein Turm gewesen zu sein. Wenn auch von einer komischen Bauart.
da scheinen wir nicht hochzukommen. Ah, doch, hier. Ist der noch irgendwo zugänglich? Ja. Oh, da geht's sogar runter. Hm, na gut, tauchen wir mal runter. Auch wenn wir nicht wirklich viel sehen. Oh, das wird knapp. Hier muss irgendwo ein Luftloch sein, sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir wirklich ein Problem. Schneller, schneller, schneller. Wo auch immer es hier hinführt, geh schneller dahin. Huh, okay. Haben wir wohl ein Höhlensystem unter diesem ungeschützten Turm entdeckt? Oh, und Tote. Gut, die greifen uns erst an, wenn wir in das Gebiet kommen, das sie bewachen sollen. Also können wir jetzt in Ruhe unsere Haxen hier essen. Und mal wieder abspeichern. LP 40. Na gut, dann versuchen wir doch mal da rauszulocken. Oh, 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 gleich alle vier. Das ist nicht gut. Müssen wir möglichst schnell einen töten. Sonst übermannen wir uns. Na komm, stirb, 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 stirb. Und weg. So, hoffentlich kommt hier nur einer zur Zeit rein. Oh. Oder die ertränken sich. Weil Skelette nicht schwimmen können. Hm. Die waren komisch. Aber wir haben gut einen draufgekriegt. Da essen wir doch mal unser ganzes Fleisch auf und wahrscheinlich noch einen Heiltrank. Obwohl, wir haben ja noch ein paar Heilkräuter, die könnten wir auch essen. So, es könnte sogar hinhauen mit dem Fleisch. Ah, jupp, gut, gut. So, die eine Waffe nehmen wir auch noch mit. Und dann schauen wir uns da weiter um. Weil ich hätte schwören können, ich hätte da oben... Ja. Da ist wieder so ein fliegendes Skelett, das Skelette beschwören kann. Ah, das konnten wir letztes Mal ja nur bekämpfen, weil wir diesen Eisblock-Zauber hatten. Aber schauen wir uns hier... Oh, da steht noch jemand. Und da auch. Was? Zombies? Hm, bisher machen die nichts. Ah, jetzt kommen die. Und sind nicht besonders schnell. Und sobald wir sie schlagen, weichen sie zurück. Also, solange wir uns nicht umrunden lassen von denen, ist alles gut. Zwei ist schon ein bisschen schwieriger. Aber bisher haben sie uns noch keinmal treffen können. Na komm. Ah, jetzt ist der andere nach hinten. Ah, wo kommt ihr denn her? Da war noch einer. Hinterhältige Zombies. Ja, das ist der, der uns gerade überrascht hat. Ich hab noch gar keinen Schaden bekommen. Oh, das ist eine üble Ecke hier. Vielleicht hätten wir doch nicht den Turm runterschwimmen sollen. So, aber der hier sieht schon ganz schön zerhackstückelt aus. Na komm, kipp um. Oder löse dich auf oder was auch immer du machst. Ah, oh, das sind ja echt komische Dinger. So, wo sind die anderen beiden geblieben? Hier sind... Nicht, dass uns noch einer in den Rücken fällt. So, ihr seid auch schon fast tot. Das ist sehr gut. Oh, der hier hat noch fast gar keinen Schaden bekommen. Wie kommt denn das? Vielleicht waren es ja doch vier und nicht drei. Aber dann fehlt immer noch einer. Hm, egal, wir bringen jetzt den hier um. Solange die alleine sind, scheinen ja nicht wirklich ein Problem zu sein. Nur halt, wie man gerade gesehen hat, wenn plötzlich einer von hinten auftaucht, dann hat man ein Problem. Weil die haben eine echt grobe Kelle.
Vielleicht hätten wir im alten Lager noch ein bisschen unsere Stärke erhöhen sollen. So. Oh, da ist noch einer. Da war noch einer. Ah, hier. Ah, du guckst dir das Ganze seelenruhig an. Na gut. Dann gucken wir dich auch mal seelenruhig an. Und essen dabei unser letztes Fleisch auf. Dann müssen wir gucken. Also wir können versuchen, einfach auf ihn loszustürmen und ihn möglichst schnell niederzuschlagen. Besonders viel halten die ja wohl nicht aus. Ah, aber dann dürfen wir uns nicht von den Skeletten umkreisen lassen, die er auf jeden Fall beschwören wird. Na gut, speichern wir nochmal ab. LP 41. Und... nein, wir wollten kein... Was war das gerade für ein Magiezauber, den wir in der Hand hatten? Oh, nein, wir wollen uns in keine Fleischwanze verwandeln, wir wollen unser Schwert ziehen. Genau, und jetzt rauf da. Hoffen wir mal, dass das schnell genug runtergeht. Was war denn das? Hat er gerade ein Erdbeben beschworen? Oh, 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 oh. Ganz viele Zombies. Zwei hier, zwei da. Ja, okay, Vierertrupps sind wir gewöhnt. Aber komisch, dass er keine Skelette beschworen hat. Ich meine, ist ja gut für uns, aber trotzdem. Er hat wohl irgendeinen größeren Zauber geplant, den wir unterbrochen haben. So, stirb, schnell, stirb, schnell. Schöne Sache. Oh, grobe Kelle. Ja, ganz grobe Kelle. Gehen wir mal kurz einen Schritt zurück und versuchen, schnell einen Heiltrank zu trinken. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Oh, er scheint die abgehängt zu haben. Umso besser. So, und nochmal das Ganze. Ihr braucht gar nicht zurückzuschlurfen. Hier bin ich schon wieder. Genau. Aber diese seitlichen Angriffe scheinen wesentlich besser zu funktionieren. Und sie kommen aus schnellerer Reihenfolge. Ux. Und am besten ist es, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Ah, aber dafür wischen sie uns auch eher, weil wir sie nicht so gut auf Distanz halten können. Okay, verpassen wir euch noch ein, zwei Schläge und dann müssen wir uns schon wieder zurückziehen. Ah. Dafür, dass sie so langsam sind, haben wir doch ganz schöne Probleme mit denen. Also hier hoch. Scharf um die Ecke. Wir sind sehr so blöd und versuchen, direkt einen Weg zu gehen. So, Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Gut, dass wir Heiltrank gekauft haben bei Dexter. So. Und wo sind die beiden jetzt geblieben? Stehen die jetzt echt unten vor der Mauer? Okay, es sind Zombies, aber... Ah ne, da sind sie. Ja, schön gegen die Wand drängen und kaputt hauen, bevor der andere an uns rankommt. Schön, schön. Genau so probieren wir das jetzt nochmal. Dich drängen wir jetzt auch an die Wand. Mit Vorwärtsschlägen und dann immer schön hin und her. Die halten so viel aus, da braucht man wirklich nur Glückstreffer, um den Schaden zuzufügen. Oder das hier ist ein besonders zähes Zombie. Und die Schreie von denen ist ja echt makaber. So, dabei haben die aber nichts. Der Magier hat Skelette beschwören, ja, und ein Eispfeil. Den anderen Eispfeil konnten wir auch nicht benutzen. Also diese Rune. Ah, vielleicht können wir die hier verkaufen. Die müssten bestimmt was wert sein. Wenn sie einen befähigen, einen Zauber zu sprechen.
So, aber jetzt speichern wir erstmal nochmal ab. Denn hier ist es ja doch recht gefährlich.